heute dreht sich alles um die blaue Hortensie. Welche Sorten es gibt, was der perfekte Standort ist, wie du sie düngst, was für einen Boden sie möchte und vor allem, wie du die Blüten so schön blau bekommst. Hallo und willkommen bei Niki at Home. Auf meinem Kanal teile ich mit dir ganz viele günstige Deko-DIYs. Leckere, gelingsichere Rezepte, die ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie du selbst deinen Garten gestaltest und wie du ihn pflegst und alles, was du zur Partyplanung brauchst, vom Kindergeburtstag bis zur Erwachsenenparty. Heute verrate ich euch all meine Tipps, dass eure Hortensien genauso schön blau werden wie meine. Diese blauen Hortensien in meinem Garten sind Endless Summer Hortensien. Die haben den Vorteil, dass sie extrem kältebeständig sind, bis minus 30 Grad im Winter halten die aus. Und sie blühen zweimal, nämlich einmal am alten Holz und einmal am neuen Holz. Ich bin jetzt im Garten von meiner Freundin Isabel und hier im Hintergrund seht ihr die wunderschönen Exemplare, die sie von der Endless Summer in Blau hat. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die botanische Sorte heißt Hydrangea macrophylla. Und von der gibt es ganz viele verschiedene Züchtungen und die habe ich euch hier mal aufgeschrieben. Eine, an der ich interessiert bin, ist die letzte, die Xian. Die setzt nämlich immer der belgische Gartendesigner Steen Cornelie ein und schaut euch mal dieses Exemplar an. Ich bin schon lange auf der Suche nach einer Hortensie Xian. Wenn ihr sie irgendwo mal findet, sagt mir bitte Bescheid, dann bestelle ich mir gleich eine. Ich würde sie nämlich gerne mal hier mit dazu pflanzen, einfach mal um einen Vergleich zu haben, wie die beiden Sorten sich so unterscheiden und ob es da Vor- oder Nachteile gibt. Hier kann man schön erkennen, welche Farben die Hortensie alles haben kann, von rosa bis zu einem wunderschönen Blau. Normalerweise haben sie diese wunderschöne rosa Färbung wie diese Blüte hier und je nachdem, wie viel Mittel man dann zufügt, um sie blau zu färben, werden sie dann lila oder fliederfarben oder kriegen so ein wunderschönes Blau wie diese Blüte. Und diesen Prozess nennt man Bläuen. Hier kann man erkennen, wie hoch die Endless Summer wächst. Die Pflanze hat sie so vor 7-8 Jahren gepflanzt und die sie hier so ein Jahr oder zwei Jahre später. Und hier könnt ihr sehen, wie wunderschön groß diese Hortensienart wird. Schützt da. Die andere Sache, die ihr machen könnt, dass es denen gut geht, ist eine Seite von eurem Haus zu wählen, auf der es mittags keine Sonne hat. Also sie mag die Morgensonne, aber die Mittagssonne mag sie nicht. Es ist kein No-Go, wie ihr bei meiner Freundin Isabel ja seht. Die hat ja die Mittagssonne und auch teilweise noch die Nachmittagssonne, die sie da abbekommen. Und dann welken so ein bisschen die Blüten, und aber die erholen sich dann nachts wieder. Also die machen ein bisschen schlapp in der Sonne und dann erholen sich wieder. Aber besser ist es schon, wenn sie nachmittags ein schattiges Plätzchen haben. Ich kann es euch auch gleich zeigen, wie das aussieht, wenn die Hortensie mittags zu viel Sonne abkriegt. Dann kann sie das Wasser nicht schnell genug zur Blüte transportieren und dann wird die Blüte so welk und hängt ihr Köpfchen. Aber ihr braucht euch dann auch nicht zu sorgen, selbst so ein Standort geht und sie erholt sich dann in der kühlen Nacht wieder, ohne dass man sie gießt. Und am nächsten Morgen sieht sie wieder genauso frisch aus wie davor. Und jetzt kommen wir zum Rückschnitt. Das Wichtigste beim Rückschnitt ist, dass ihr wisst, woran sie blüht, wie immer. Und die blüht ganz anders als die Annabelle oder die Rispenhortensie Limelight. Also schauen wir uns jetzt mal an, wie sie ihre Blüten bildet. Da muss ich zuerst ein bisschen ausholen. Normalerweise werden Hortensien nah zurückgeschnitten, wie hier beispielsweise die Limelight, eine Rispenhortensie. Die schneidet man ja so ein Drittel zurück, weil sie im Frühjahr neu austreibt und da Blüten bildet. Hier sieht man genau, wo der Schnitt war und dann treibt sie neu aus, so 20-30 cm und an jedem Ende ist eine Blüte. Da sorgt der Rückschnitt für eine stabile Pflanze und viele Blüten. Falls euch das interessiert und ihr eine Rispenhortensie habt, dann verlinke ich euch das Video hier oben rechts.
Es gibt auch noch eine andere Art, die den Rückschnitt braucht und liebt, und das ist die Annabelle. Die kann man fast bis zur Bodennähe zurückschneiden. Die treibt nämlich komplett neu aus. Also alle Triebe, die ihr hier seht, sind neue Triebe mit Blüten dran. Ich zeige euch das hier mal. Hier oben ist die Blüte und dann gehen wir ganz runter bis zum Boden. Und hier diese hellgrünen Triebe sind alles neue, frische Triebe von diesem Jahr. So, jetzt kommen wir aber endlich zum Rückschnitt der Endless Summer und wie ihr viele Blüten bekommt. Der große Vorteil an der Endless Summer ist ja, dass sie zweimal blüht. Einmal am alten Holz und einmal am neuen Holz. Also das heißt an den neuen Trieben, die sie dieses Jahr bildet. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr im Frühjahr nicht zurückschneidet. Sonst würdet ihr die frischen Knospen, die dann gerade kommen und austreiben wollen, abschneiden und die erste Blüte wäre weg. Hier habe ich Bilder vom letzten Frühjahr und da sind die frischen Triebe gut zu erkennen. Und das ist genau der Grund, warum ihr die Endless Summer nicht schneiden dürft. Dann fragt ihr euch sicher, wann schneide ich sie denn dann? Im Herbst? Die Antwort ist nein. Ihr schneidet die Endless Summer weder im Frühjahr noch im Herbst. Und ich zeige euch genau warum. Schaut mal hier. Hier ist ein neuer Trieb und seht ihr hier über den Blättern, da diese kleinen dunklen Knospen, das sind schon wieder die Ansätze fürs nächste Jahr. Weil nächstes Jahr ist das ja das alte Holz. Und wenn ihr es im Herbst wegschneiden würdet, dann würdet ihr euch das abschneiden und dann kämen keine neuen Triebe nächstes Jahr. Hier kann man es nochmal gut erkennen. Da ist der grüne, frische Trieb von diesem Jahr und da sind die neuen Triebe am alten Holz vom letzten Jahr. Selbstverständlich dürft ihr euch Blüten für in die Vase abschneiden und dann noch die toten Triebe entfernen zum Auslichten der Pflanze, weil der hat den Winter nicht überlebt und da treibt auch nichts mehr aus. Ich habe versucht, diese Knospen zu schützen. Wenn es nämlich nochmal im Frühjahr kalt wird und wir extrem kalte Nächte unter Null haben, dann kann es sein, dass diese neuen Blüten an den alten Trieben absterben. Und das ist ungefähr so wie bei der Magnolie. Die hat ja auch schon die Triebe über den Winter. Aber dann wollen sie aufgehen und wenn dann nochmal ein Frost kommt, dann frieren sie. Und dieses Jahr hatten wir das ja nicht, zumindest nicht hier in Bayern. Deshalb hat mein Magnolienbaum dieses Jahr so schön geblüht. Übrigens, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, das verlinke ich euch hier oben, das könnt ihr euch mal anschauen. Auf jeden Fall hat die Magnolie so schön geblüht, weil es im Frühjahr nicht mehr so einen starken Frost gab. Und genauso ist es auch dieses Jahr mit der Hortensie, die zweimal blüht. Weil diese kleinen Knospen, die Blüten, die dann austreiben, die sind so empfindlich, wenn es dann unter 5 Grad minus ist, dann gehen die kaputt und dann blüht sie natürlich nur einmal, nämlich nur an den neuen Trieben. Das heißt, ihr könnt die Hortensie schützen im Winter mit Laubanhäufung, müsst es aber nicht machen. Es kommt hauptsächlich auf die Frühjahrsblüten an und ob es da nochmal Frost gibt. Jetzt kommen wir dazu, was wichtig ist für blaue Hortensien. Zwei Sachen sind wichtig. Einmal Aluminium und einmal ein saurer Boden. Wir fangen mal an mit dem sauren Boden und wie ihr den bekommen könnt. Eine Möglichkeit ist natürlich, wenn ihr sie pflanzt, holt euch spezielle saure Erde. Also das ist Rhododendron-Erde. Es gibt zwar auch blaue Hortensien-Erde, müsst ihr aber nicht kaufen. Ganz normale Rhododendron-Erde ist auch sauer. Das heißt, gebt ihr viel saure Erde. Ich mache es sogar im Frühjahr so, dass ich immer so ein bisschen den Rindmulch an der Seite wegmache und dann nochmal frische Rhododendron-Erde zugebe und die ein bisschen untermische, zusammen mit Dünger. Also, die Erde ist das Erste und das Zweite, wie ich eben schon verraten habe, könnt ihr den Boden auch ansäuern mit Rindenmulch, weil der säuert den Boden noch zusätzlich und das mag die Hortensie. Als Drittes könnt ihr natürlich ab und zu Kaffeesatz geben, weil auch der säuert den Boden an. Dazu nehmt ihr einfach euren alten Kaffeesatz, schaut, dass er schön krümelig ist und nicht so brockig und dann gebt ihr ihn einfach unter eure Pflanze auf den Boden. Kaffeesatz ist nicht nur umsonst, sondern enthält drei tolle Wirkstoffe, Stickstoff, Kalium und Phosphat. Das Vierte im Bunde ist Rasenrückschnitt.
Den könnt ihr auch um die Hortensie rumlegen und der säuert auch den Boden an. Das mache ich aber nicht, weil mir das nicht so gut gefällt und mit dem Wind bläst es dann überall rum. Also es ist jetzt hier gar keiner verwendet, sondern wirklich nur saure Erde, also Rhododendronerde, Kaffeesatz und der spezielle Dünger. Und zum Dünger kommen wir jetzt mal, weil die Pflanze mag auch total gerne Eisen, weil Eisen sorgt für gesunde grüne Blätter und viele Blüten. Also schaut, dass ihr einen speziellen Dünger nehmt für Hortensien. Da habt ihr die Wahl zwischen Langzeitdünger und Flüssigdünger. Ich mache meistens eine Kombination von beidem. Wenn dir mein heutiges Video und die Tipps gefallen, dann lass mir doch ein Like da oder noch besser, teile das Video mit deinen Freundinnen oder gib mir ein Abo. All das hilft meinem Kanal weiter zu wachsen, denn so finden mich mehr Leute. Sag im Voraus vielen Dank. Jetzt kommen wir schon zum Bläuen und ich verrate euch all meine Tipps, wie ihr eure Hortensien blau bekommt. Hiermit bläue ich die Pflanzen. Das ist ein Aluminiumsulfat und das ist so eine Pulverform. Ich zeige euch das mal. Die gebt ihr einfach zum Wasser dazu. Es ist wichtig, dass ihr euren pH-Wert so niedrig wie möglich bekommt, um sie zu bläuen. Also schaut, dass ihr im Frühjahr, bevor ihr das Bläuen oder das Aluminiumsulfat zum Bläuen gebt, auf jeden Fall nochmal düngt und Kaffeesatz gebt und vielleicht nochmal neue Rhododendronerde, weil ihr könnt es nur bläuen, wenn der pH-Wert vom Boden den richtigen Wert hat. Sonst kann die Pflanze das Aluminium nicht aufnehmen. Wenn ihr nicht sicher seid, ob euer Boden sauer genug ist, dann könnt ihr euch solche pH-Wertstäbchen holen und euren Boden testen. Die verlinke ich euch auch mal unten. Ich persönlich mache das nicht, aber wenn ihr euch ganz unsicher seid oder eure Hortensien nicht blau werden, dann holt euch die Stäbchen, ist keine große Investition und dann könnt ihr den pH-Wert in eurem Boden testen. Denn umso niedriger der pH-Wert, umso saurer ist euer Boden. Am liebsten mag die blaue Hortensie einen pH-Wert im Boden zwischen 4 und 6. Also schaut, dass ihr da hinkommt, falls ihr es messt. Bei einer Pflanze, die ungefähr ein Quadratmeter bedeckt, braucht ihr 10 bis 15 Gramm von dem Aluminiumsulfat. Das löst ihr dann in 3 Liter Wasser auf und gießt damit eure Blume. Und der Zeitpunkt für die Behandlung ist am besten, wenn sie gerade die Blüten bildet, weil dann kann das Aluminium noch in die Blüte eindringen. Jetzt ist es sozusagen schon zu spät. Ich mache es zwar immer noch mal so, ab und zu gebe ich noch mal was in der Hoffnung, dass es doch noch in die Blüten geht, weil es gibt ja auch noch welche, die kleiner sind, die jetzt gerade erst kommen. Von daher gebe ich es immer noch mal dazu. Aber der wichtigste Zeitpunkt ist wirklich im Frühjahr, wenn sie gerade so die Blüten ansetzt. Wenn eure dann nicht ganz blau genug geworden ist oder euch nicht dunkelblau genug, dann könnt ihr auf jeden Fall das Aluminiumsulfat im September nochmal geben. Weil über den Winter setzt ihr ja die neuen Blüten an und dann seid ihr sicher, dass es direkt in den Blütenansatz reingeht. Ich habe mal eine Waage aus der Küche geholt, um mal zu schauen, was das Sulfat so wiegt. Und ein gehäufter Esslöffel war 20 Gramm. Den gebt ihr dann einfach zu eurem Wasser dazu in die Gießkanne und rührt alles ganz um, bis sich die Kristalle komplett aufgelöst haben. Und damit gießt ihr einfach dann eure Pflanzen. Und das war's schon. Der Tipp mit dem Magnesiumsulfat kam auch von Steen Cornilli, das wendet der in seinen Gärten auch an und es ist die günstigste und beste Art, deine Hortensien blau zu färben. Falls ihr eure blauen Hortensien in Kübeln habt, dann braucht ihr nur zwischen 5 und 10 Gramm von dem Aluminiumsulfat auf 3 Liter, weil das ist einfach viel weniger Erde und dann braucht ihr nicht so viel, weil ihr wollt auch nicht überdosieren, nicht, dass ihr der Pflanze schadet. Am besten kaufst du den Bläuer oder das Mittel, das du zum Bläuen nimmst, also das Alaun, separat vom Dünger. Weil dann kannst du das einfach besser dosieren. Das Düngen, das macht man ja ständig jetzt gerade, wenn sie so die Blüten trägt, bis zum Herbst, dann im Winter nicht mehr, aber bis zum Herbst kann man regelmäßig düngen. Aber das Alaun, das gibt ihr ja nur, wenn der Blütenansatz da ist oder vielleicht nochmal im Herbst, um den Blütenansatz fürs nächste Jahr einzufärben. Also merkt euch als Bonustipp, kauft den Bläuer separat von eurem Dünger.
Den Hortensien geht es sehr gut. Man sieht es, die haben schöne dunkle Blätter und viele Blüten und schönen Wachstum. Also muss der Boden sauer sein. Es geht der Pflanze gut. Nur hier zeige ich euch nochmal die Blätter, wie man erkennen kann, dass es da einen kleinen Eisenmangel gibt. Wenn die Blätter so hellgrün, gelblich grün sind, seht ihr den Unterschied zwischen dem dunklen Blatt und diesem hellen Blatt, dann kann man erkennen, dass es einen Eisenmangel gibt. Das kann daran liegen, dass wir viele Regen hatten dieses Jahr und so wird das Eisen aus dem Boden geschwemmt. Also kann man einfach nochmal ein Eisenpräparat nachdüngen, um der Pflanze zu helfen, dass sie wieder genug Eisen hat und schön grüne Blätter bekommt. Hier sieht man es nochmal ganz genau. Die Adern der Blätter bleiben dunkelgrün, aber das Blatt selbst, das wird ganz hellgrün bis gelblich. Die Lösung ist ganz einfach. Ihr gebt einmalig einen hochkonzentrierten, wasserlöslichen Eisendünger wie diesen hier. Ich verlinke ihn euch unter dem Video. Und jetzt noch ein Tipp zum richtigen Gießen. Am besten gießt ihr eure Hortensien mit dem Wasser aus eurer Wassertonne, weil das hat einen viel niedrigen pH-Wert als das Wasser, das aus der Leitung kommt. Ich weiß, blaue Hortensien sind nicht einfach und ich hatte sie auch im alten Garten und habe sie dann verschenkt, weil ich dachte, es ist einfach zu viel Arbeit. Aber wenn man den Dreh mal raus hat, dann ist es super einfach und macht total Spaß und ich finde, es gibt echt fast nichts Schöneres als blaue Hortensien. Und von daher hoffe ich, ihr probiert die Tipps aus und sie funktionieren bei euch. Und das war's schon wieder für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. XOXO, eure Niki. Falls du dich noch für andere Hortensienarten interessierst, dann schau dir doch gerne meine Videos über die Annabelle-Hortensie an oder über die Rispen-Hortensie Limelight. Die verlinke ich dir beide hier.